Pressemitteilung. Importierter Antiziganismus, Besorgnis über fehlendes Bewusstsein für Antiziganismus in Unterkünften für ukrainische Geflüchtete gegenüber Roma. Der Bildungsverein der Roma zu Hamburg e.V. möchte auf die alarmierende Situation der geflüchteten Roma-Minderheit aus der Ukraine in Deutschland aufmerksam machen. Es ist bedauerlich festzustellen, dass sowohl ukrainische Geflüchtete als auch Ukrainer, die bereits seit längerer Zeit in Deutschland leben, diese Minderheit diskriminieren und rassistische sowie antiziganistische Vorurteile gegen sie hegen. Besorgniserregend ist, dass der Begriff Antiziganismus den meisten Ukrainern nicht bekannt ist. Diese Ignoranz führt dazu, dass der Rassismus, dem geflüchtete Roma in deutschen Unterkünften ausgesetzt sind, genauso alltäglich ist wie der in der Ukraine selbst. Dieses ist in Deutschland 2023 nicht hinnehmbar. Die Diskriminierung zeigt sich in verschiedenen Formen, angefangen von direkter Ausgrenzung und Beleidigungen bis hin zu rassistischen Forderungen nach einer vollständigen Segregation der Roma in Bezug auf Wohnen, Essen, gemeinschaftliche Räume oder Schulklassen. In Bezug auf die Vorfälle von Diskriminierungen in Unterkünften für ukrainische Geflüchtete möchten wir unsere Besorgnis über das mangelnde Bewusstsein der Mitarbeiter ausdrücken. Es ist besorgniserregend und beunruhigend, dass Angestellte oft schockiert daneben stehen, wenn es um diskriminierende Vorfälle geht und nicht wissen, wie sie angemessen mit solchen Situationen oder dem Thema Antiziganismus umgehen sollen. Trotz zweiständiger Fortbildungen scheint es für einige ukrainische Geflüchtete immer noch schwierig zu sein, Antiziganismus zu erkennen und zu verstehen. Dieses führt dazu, dass Vorurteile weiterhin gepflegt und rassistische Aussagen getätigt werden, wie beispielsweise die Verwendung des Begriffs mit dem Z. Dies ist daher von großer Bedeutung, dass keine klare Ansprache zu den Themen wie Rechtsstaatlichkeit, liberaler Demokratien sowie den europäischen Genozid an den Roma und den deutschen Sinti und dem Antiziganismus erfolgt. Wir sind der Überzeugung, dass es notwendig ist, unsere deutschen Werte und die No-Gos in unserer Gesellschaft klar zu definieren und zu kommunizieren. Diese sollte nicht nur zur Sensibilisierung der Mitarbeiter beitragen, sondern auch dazu dienen, ein Bewusstsein für Antiziganismus in der gesamten Gesellschaft zu schaffen. Der Bildungsverein der Roma zu Hamburg e.V. sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert konkrete Maßnahmen, um gegen den importierten Antiziganismus vorzugehen und die Inklusion von Geflüchteten der Roma-Minderheit zu fördern. Weiterbildung von Mitarbeitern, die mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine arbeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Personal geschult wird, um die geflüchteten Roma vor Antiziganismus zu schützen. Hierzu müssen die Mitarbeitenden befähigt werden, Antiziganismus zu erkennen und zu verstehen und geeignete Wege zu finden, ihm entgegenzutreten. Verpflichtende Informationsveranstaltungen für alle geflüchteten Ukrainer und ukrainische Roma. Diese Veranstaltungen sollen dazu dienen, ein Bewusstsein für die historische Verantwortung hinsichtlich des Holocausts in Deutschland und der Ukraine zu schaffen. Zudem sollen die Teilnehmenden für die höhere Sensibilität bezüglich des Antiziganismus sensibilisiert werden, sowie verstehen, welche Standards in Deutschland gelten. Zum Beispiel sollte das Wort mit dem Z in Deutschland nur noch in dem Kontext von Antiziganismusaufklärung und historischen Fakten verwendet werden. Ansonsten wird es als rassistisch und diskriminierend und als Beleidigung betrachtet. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer stellt die Auseinandersetzung mit dem Antiziganismus einen Kulturschock dar. Der Bildungsverein der Roma zu Hamburg e.V. appelliert an die deutsche Gesellschaft, Solidarität zu zeigen und sich der historischen Verantwortung bewusst zu sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass die geflüchteten Roma aus der Ukraine weiterhin Opfer von Diskriminierung werden. Es ist unsere Pflicht, sie willkommen zu heißen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in unserer Gesellschaft sicher zu fühlen. Abschließend möchten wir betonen, dass die geflüchteten Roma aus der Ukraine in Deutschland bleiben werden, da sie einer ethnisch reinen Ukraine im Weg stehen und der Krieg als Chance genutzt wurde, um die ukrainischen Roma zu vertreiben. Es ist jedoch auch weiter die Verantwortung Deutschlands, die ukrainischen Roma aufzunehmen. Ähnlich wie es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion viele Juden aus Russland und aus den gleichen Gründen aufgenommen wurden. Eine ungleiche Behandlung darf nicht toleriert werden und es muss klar als Antiziganismus bezeichnet werden.
Der Bildungsverein der Romo zu Hamburg wird weiterhin hart daran arbeiten, Bewusstsein für den importierten Antiziganismus zu schaffen und sich für die integrative Inklusion der geflüchteten Roma-Minderheit einzusetzen. Wir rufen alle relevanten Akteure dazu auf, unsere Forderungen ernst zu nehmen und gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um diese Form der Diskriminierung zu bekämpfen und eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft für alle zu schaffen. Liebe Leserinnen und Leser bzw. Zuhörer aus der Ukraine, kommen nur Roma. Die Sinti hingegen sind historisch und der deutschsprachige Teil dieser Minderheit und leben seit über 600 Jahren nachweislich in Deutschland. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, um ein korrektes Verständnis der Geschichte und Kultur dieser beiden Gruppen zu gewährleisten. Die Roma und Sinti sind als eigenständige ethnische Minderheit mit ihren eigenen Traditionen, Sprachen und Geschichten. Respekt und Sensibilität gegenüber ihrer Identität sind unerlässlich, um Vorurteile und Diskriminierungen zu vermeiden. Die Pressemitteilung in Schriftform ist zu finden unter romaedu.org/ und dann importierter AZ.